Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt zum zweiten Teil unserer Wohnmobiltour im Frühsommer 2022. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist Sonntag, der 12. Juni. Wir verlassen nun den Parkplatz vom Schiffshebewerk Niederfinow. Freundlich wird uns die Schranke für die Ausfahrt geöffnet und los geht's. Noch ein letzter Blick auf die beiden Schiffshebewerke und dann fahren wir auch schon aus dem Ort Niederfinow hinaus. Es sind nur wenige Kilometer zu fahren bis zum ersten Stopp für heute. Eine Festung möchten wir besichtigen. Da lassen wir uns doch mal überraschen. Wir erreichen die Stadt Oderberg mit seinen 2100 Einwohnern. Sie liegt im Landkreis Barnim. Die Brücke über die Wriezener Alte Oder, die muss extrem langsam genommen werden. Das wird schon seinen Grund haben. Das Navi lotst uns rechts ab in eine schmale Straße. Wir sind ziemlich gespannt. Und wir erreichen ein Schrebergartengebiet. Von einer Festung ist hier aber nichts zu sehen. Aber parken wir doch erstmal unseren Mr. Esprit. Aber wo könnte denn nun die Festung sein? Wir fragen das Navi konkret in der Einstellung Fußgänger. Laut Navi müssen wir durch eine schmale Gasse gehen. Dann wären wir auch gleich dort. Zumindest die Infotafel, die haben wir schon mal gefunden. Und da sind wir schon an den Resten der Festung Bärenkasten. Eine Ruine haben wir eigentlich nicht erwartet. Das Areal ist abgesperrt. Also gut, dann eben zum Wohnmobil zurück. Ein wenig enttäuscht fahren wir weiter. Es besteht offensichtlich kein Interesse daran, die Überreste besser in Schuss zu halten und der Öffentlichkeit auch Zugang zu gewähren. Rechts ist wohl eine Party. Und das ohne uns. Aber wir haben Besseres vor. Zum Beispiel wieder über diese alte Brücke zu fahren. Spaß beiseite. Erstmal verlassen wir Oderberg und fahren weiter entsprechend unserer Planung. Vor uns liegt eine Strecke von knapp 40 Kilometern. Dabei durchfahren wir mehrere Ortschaften, die Namen werden übrigens hier eingeblendet. Und wir sehen schöne Landschaften. The past is where it stays, way back a year ago. Wir dürfen mal rechts abbiegen oder auch mal nach links. Und bevor es uns langweilig wird, hier ein kurzer Verweis auf unsere Webseite www.charanis-reisen.de. Dort findet ihr den Reisebericht zu dieser Tour und vieles mehr. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Blinkt und kommt auf unsere Seite? Oh, will in seine Einfahrt. Okay. So manchmal, da habe ich unser Navi so richtig lieb. Aber zum Glück hört ihr meinen Originalton nicht. Na endlich wieder bessere Straßenverhältnisse. Es wurde wohl noch nicht erwähnt, wohin wir genau fahren. Also, unser nächstes Ziel ist die Stadt Schwedt an der Oder. Sie ist mit rund 30.000 die einwohnerreichste Stadt im Landkreis Uckermark im Nordosten des Landes Brandenburg. Schwedt liegt an der Oder, die hier die Grenze zu Polen bildet und hat die Funktion eines Mittelzentrums. Mittlerweile befinden wir uns im Zentrum der Stadt und suchen einen Parkplatz.
Rechts vor uns der Berlischki-Pavillon, eine ehemalige französisch reformierte Kirche, die ab 1777 errichtet wurde. Sie wird heute unter anderem für standesamtliche Trauungen genutzt. Soeben sind wir an den uckermärkischen Bühnen vorbeigefahren. Ja, und nun geht es zu einem Parkplatz. Hier ist eine gute Möglichkeit, am Sonntag kostenlos zu parken. Ein sonntäglicher Stadtbummel ist eh eine feine Sache, da er ja nicht mit Unkosten durch Einkäufe verbunden ist. Gell, Mona? Au, nicht hauen! Wir werfen einen kurzen Blick auf die Karte und dann geht es auch schon los. Diese Häuserzeile fällt uns sofort mit ihrer informativen Bemalung auf. 750 Jahre Schwedt an der Oder. Vor der Kirche St. Katharinen findet sich dieser einfache, aber doch schöne Brunnen. Durch die Fußgängerzone hindurch, die übrigens auffallend sauber ist, spazieren wir zum Tabakbrunnen. Vor 300 Jahren brachten Hugenotten den Tabakanbau in die östliche Uckermark. Der Tabakbrunnen am Vierradener Platz ist Symbol für diese Zeit. Die einstige Residenzstadt Schwedt wurde 1265 unter Squott erstmals urkundlich erwähnt. An die bewegte Geschichte der einstigen Residenzstadt der Markgrafen von Brandenburg-Schwedt erinnern heute nur noch wenige Denkmale. Mittlerweile haben wir die Oderpromenade erreicht und spazieren an dieser entlang. Nach so viel Geschichte und Kultur, da brauchen wir jetzt unbedingt eine Stärkung in Form von Kaffee und Kuchen. Vom Café aus spazieren wir zum Wohnmobil zurück und verlassen die Stadt in nördlicher Richtung. Aber wir werden die Stadt schneller wiedersehen, als es uns recht sein wird. Dazu später mehr. Unterwegs informiert uns das Navi über eine Straßensperrung in dem Ort Garz. Gut, nehmen wir halt die Umleitung, soll ja kein Problem sein. Denken wir so. Wir erreichen nun Garz und folgen der ausgeschilderten Umleitung. Wir haben keinen Grund, an den Vorgaben unseres Navis zu zweifeln. Werden wir wohl auch im weiteren Verlauf nicht tun. Schnell nimmt das Unheil seinen Lauf. Altes Kopfsteinpflaster, stellenweise überteert, aber dafür mit ordentlichen Schlaglöchern. Das macht mit einem Wohnmobil so richtig Spaß. Wird es hier besser? Naja, etwas schon. Aber... Und wieder so eine tolle Strecke. Kilometerlang mit 20 bis maximal 30 Stundenkilometern schleichen wir voran. Und hier lassen wir mal ein paar überholen. Wir haben ja Zeit. Es wird und wird nicht besser. Man denkt, die Seitenwände vom Wohnmobil, die fallen gleich ab. Oh, wie erholsam. Ordentliche Straße unter den Rädern. Na, das wurde jetzt ja auch mal langsam Zeit. Wir haben uns wohl zu früh gefreut. Aber diesmal sind es nur ein paar hundert Meter. Und hier ein Blick auf die Karte mit der Baustelle und der Umleitung. Wo fahren wir eigentlich hin? Okay, ausnahmsweise steuern wir einen Campingplatz an.
Dieser liegt etwas außerhalb von Mescherin, direkt an der polnischen Grenze. Und hier am Campingplatz, da stellen wir dann fest, Rainers Foto ist weg. Nicht geklaut, nein, er liegt im Café in Schwedt. Also noch einmal die komplette Strecke fahren? Nein, der Platzbetreiber erklärt uns, wie wir durch die Baustelle fahren können. Puh, welch ein Glück. Ja, und den Foto, den bekommen wir im Café auch wieder. Wir haben einen glücklichen Rainer. So, dann werfen wir doch mal einen Blick auf die Karte. Und dann schauen wir uns auf dem schönen und gemütlichen Platz etwas um. Der Platz kostet 20 Euro pro Mobil und Nacht inklusive zwei Personen, aber ohne Strom. Den brauchen wir ja auch nicht. Ein kleiner Steg führt direkt zur Westoder. Tja, und außerdem haben wir Hunger. Tagsüber hat es ja außer dem Kuchen praktisch nichts gegeben. Und direkt neben dem Campingplatz, da ist ein Restaurant mit Biergarten. Na also, nix wie hin. Dorschfilet mit Bratkartoffeln für Rainer und einen Grillteller für Mona. Und jetzt sind wir so richtig satt. Und nun noch einen Blick auf die heutige Route. Dann sage ich nur noch, gute Nacht, Freunde. Guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Montag, der 13. Juni. Heute wagen wir für uns etwas ganz, ganz Neues. Wir fahren in ein Land, in dem wir bisher noch nie gewesen sind. Nämlich rüber nach Polen. Ist ja nicht weit. Wir werden die Nähe der Stadt Stettin nutzen, um etwas polnische Luft zu schnuppern und erste Erfahrungen zu sammeln. Also verlassen wir den Campingplatz und damit auch Mescherin und stürzen uns in ein neues Abenteuer. Auf der Strecke nach Stettin, es sind von hier aus knapp 30 Kilometer zu fahren, werden wir zum einen gleich nach der Grenze tanken dürfen und zum anderen wollen wir noch einen sogenannten Polenmarkt besuchen. Noch 1 Kilometer bis zur Grenze und schon sind wir drüben in einem für uns neuen Land. Gleich nach der Grenze lernen wir auch die polnische Regel fürs Überholen kennen. Na gut, aber bei uns gibt es solche Spezialisten ja auch. Ja, und schon ist die Tankstelle da. Dann werden wir doch gleich mal einfahren und tanken. Diesel für 1,69 €. Das ist schon ein Wort gegenüber den Preisen bei uns in Deutschland. Und dazu noch mit Service. Der Durst von Mr. Esprit, der ist jetzt gestillt. Und weiter geht's. Wir erreichen den Ort Kotwaskowo. Hier soll der Polenmarkt zu finden sein. Und schon haben wir den Markt erreicht. Parkplatz scheint hier kein Problem zu sein, das ist gut. Ein kurzer Blick auf die Karte, dann prüfen wir noch, ob das Wohnmobil auch gut verschlossen ist und dann geht es aber los. Aber ein Großeinkauf, das wird es wohl sicher nicht werden. Das Angebot ist vergleichsweise überschaubar.
Aber ein paar Kleinigkeiten finden wir ja immer. Und schon sind wir zurück am Wohnmobil und nehmen Kurs auf das Zentrum von Stettin. Dabei durchfahren wir schon mal hier so einen Superkreisel. Das ist ein in die Länge gezogener Kreisel mit mehr Abgängen als sonst üblich. Links sehen wir einen Supermarkt. Für uns der erste polnische übrigens. Auch wenn es die Kette in Deutschland ebenfalls gibt. Na, dann gehen wir doch mal zum netten O. Keine Preise in Euro, Texte, die man nicht verstehen kann, das ist schon eine große Umstellung für uns. Wir sind da ja immer recht mutig und kaufen auch mal Dinge, bei denen wir nicht so sicher sind, ob wir es mögen oder es das ist, für das wir es halten. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like rearranged. Aber nun nehmen wir wirklich Kurs auf das Zentrum von Stettin. Genauer gesagt, zur auserkorenen Parkmöglichkeit am Boulevard an der Westoder. Stettin ist eine kreisfreie Großstadt mit knapp 410.000 Einwohnern und damit die siebtgrößte Stadt Polens. Mit der Fahrt vorbei am Hafentor, auch Berliner Tor genannt, haben wir das Zentrum erreicht. Über diese Fußgängerbrücke werden wir später noch spazieren. Wir sind nun auf der Brücke über die Westoder. Es sollte nicht mehr weit zum Parkplatz sein. Tja, an solche großen, nur dürftig ausgeschilderten Baustellen, die auch Google Maps nicht kennt, damit haben wir nicht gerechnet. Aber irgendwie und der Nase nach haben wir uns orientiert und kommen nun zum gewünschten Parkplatz. Es ist unerwartet voll hier. Aber dort rechts, da könnte es klappen. Einen Versuch ist es zumindest wert. Alles gut, es hat geklappt. Wir haben einen Parkplatz. Ob er sicher genug ist? Wir wissen es nicht wirklich. Ein komisches Gefühl bleibt. Aber das wäre auch in jeder anderen größeren Stadt so. Ja, ein Blick auf die Karte und dann machen wir uns auch schon auf den Weg. Hier am Stettiner Boulevard haben wir einen tollen Blick zum Schloss der Pommerschen Herzöge und zur Altstadt. Wir müssen erst den Boulevard entlang laufen und vorne die Brücke über die Westoder benutzen. Dann sind es nur noch wenige Meter bis zur Altstadt. Nun sind wir an der Lange Brücke, die uns zur Altstadt auf die andere Seite der Westoder bringt. Vorbei am alten Rathaus mit dem Museum über die Stadtgeschichte kommen wir zum Schloss der Pommerschen Herzöge. Das renovierte Schloss mit Kunst- und Geschichtsausstellungen sowie Klassikkonzerten wurde im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört. Erst in den 1980er Jahren wurde es im Stil der Renaissance rekonstruiert. Im großen Hof des Schlosses ist die mehr als 300 Jahre alte astronomische Uhr nicht zu übersehen. Die Maske eines grünen Menschen, die ihre Augen im Uhrzeigersinn mit dem Stundenzeiger bewegt, eine Datumsanzeige, die im offenen Mund der Maske das aktuelle Datum zeigt, ein Narr, der mit der linken Hand die Stunden und mit der rechten Hand die Viertelstunden schlägt, wobei er mit seinen Zähnen klappert und die Augen verdreht.
Mittlerweile sind wir am Palast unter dem Globus angekommen. Davor stehend der weiße Adlerbrunnen. Und wenn man sich dann umdreht, dann entdeckt man die Statue Flora Monument. Wir stehen nun auf der eingangs erwähnten Fußgängerbrücke und blicken in Richtung Westoder. Dann bestaunen wir die Jakobskathedrale. Und dann wenden wir den Blick in die andere Richtung, zum Hafen bzw. Berliner Tor. Zum Hafentor laufen wir dann auch noch hin. Hier ist ein echter Verkehrsknotenpunkt mit S-Bahn und sich kreuzenden vierspurigen Straßen. Tja, und dann, während wir hier so rumstehen, fällt die Ampelanlage aus. Kein Chaos, alles läuft geordnet ab. Das scheint wohl öfters zu passieren. Und wir haben Hunger. Kaum haben wir unser Essen, fällt der Strom aus. Super. Okay, wir haben den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden und ziehen uns langsam Richtung Parkplatz zurück. Unser Wohnmobil finden wir wohlbehalten vor und verlassen nun so langsam die Stadt. Dabei fahren wir an der Jakobskathedrale nochmal vorbei und sehen auch nochmal das Hafentor. Hier und da stauen wir uns noch etwas, aber irgendwann, da läuft es dann ganz gut. Wir kommen wohlbehalten aus der Stadt heraus. Den weiteren Weg, den ersparen wir euch. Wir fahren wieder nach Mescherin auf den Campingplatz am Oderstrom. Die Strecke kennt ihr ja schon. Und schon haben wir Mescherin erreicht und steuern auch direkt den Campingplatz an. Zum Glück haben wir vorher angerufen, ob ein freier Platz da ist und wir kommen können. Der Platz ist nämlich heute schon ganz schön gut besucht. Noch ein Blick auf die heutige, überschaubare Route. Und dann sage ich nur noch, gute Nacht, Freunde. Guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Dienstag, der 14. Juni. Hey Elli, was machst denn du da mit dem USB-Kabel? Willst du dich laden oder was? Während Elli vor sich hinschweigt, fahren wir dann doch mal los. Was steht an für heute? Also als erstes, da nehmen wir Kurs auf Ueckermünde. Die Hafenstadt Ueckermünde liegt an der Mündung der Ueker in das Stettiner Haff und ist das bevölkerungsmäßig kleinste der 18 Mittelzentren des Landes. Für die rund 80 Kilometer nutzen wir wieder die Landstraße, um mehr zu sehen. Das Warten an einem Bahnübergang gehört ebenso dazu wie unser Talent, spezielle Straßen zu finden, die unser Mr. Esprit überhaupt nicht mag. Hier unser gerade besprochenes Talent. Zum Glück nur ein relativ kurzes Stück. Dafür geht es jetzt mal ein wenig zügiger voran. Bei unserer Überlandfahrt kommen wir wieder durch einige Ortschaften. Rosso mit seinen knapp 500 Einwohnern ist wohl eher eine der kleinen Ortschaften. Aber es geht noch kleiner. Polzo zum Beispiel, mit seinen nur knapp 300 Einwohnern. Mit Pasewalk sieht es da doch schon anders aus. Knapp 9.900 Einwohner sind hier zu finden. Und das Navi nutzt jede Möglichkeit, Strecke zu sparen. Und wenn's nur 5 Meter sind. Aber es soll ja noch doller kommen. Und da fragt man sich dann schon, was soll denn das?
schlimmer geht immer, denkt sich wohl das Navi. Oh nee, das darf ja wohl nicht wahr sein, oder? Augen zu und durch. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Also gut, hätten wir das auch mal geschafft. Nun erreichen wir die Hafenstadt Ueckermünde. Die Stadt ist unter anderem für die gut erhaltene Altstadt mit vielen Baudenkmälern, den Stadthafen und das Pommersche Residenzschloss sowie für ihr Strandbad bekannt. Für uns ist aber erst einmal das Finden einer Parkmöglichkeit wichtig. Erfolg haben wir in einer längeren Seitenstraße, die wenig befahren ist. Hier können wir das Wohnmobil ordentlich abstellen und zur Altstadt ist es nicht wirklich weit. Schnell sind wir mittendrin. Alte, wunderbar restaurierte Häuser aus 3 Jahrhunderten verleihen dem Markt einen besonderen Charme. Das Städtchen ist überschaubar. Das lässt sich schon aus der recht geringen Einwohnerzahl von etwa 8.500 schließen. Und schon haben wir den Stadthafen erreicht. Er liegt an beiden Ufern des Flusses Ueckermünde mitten in der Altstadt. Und wir riechen hier etwas. Es riecht ganz lecker und wir genehmigen uns auch was Leckeres zum Essen. Während unserer leckeren Mahlzeit öffnet sich die Klappbrücke für durchfahrende Segler. Wir können den Vorgang gerade noch festhalten. Gut gesättigt spazieren wir noch eine Weile am Stadthafen entlang. Dabei können wir noch einen Blick auf die aktuell hier liegende Pommernkrocke Ukra werfen. Ein Ausflügler legt gerade ab. Ein Fischreier schaut ihm traurig hinterher. Ob er wohl gerne mitgefahren wäre? Wir wissen es nicht. Auf dem Rückweg entdecken wir noch einen alten Radio- und Fernsehladen. Reiners Herz schlägt gleich höher. Aber wir haben ja heute noch mehr vor. Also, weiter geht's. Gleich in der Nähe, direkt an der Ueckermündung, da soll ein Leuchtturm sein. Den möchten wir uns noch gerne anschauen. Tolle Wege befahren wir mal wieder. Aber so richtig interessant wird es dann erst noch. Ob wir da dann drüber kommen? Hier? Mit dem langen Hecküberhang von Mr. Esprit, da muss man schon etwas vorsichtig sein. Aber, wie man sieht, es klappt alles gut. Die Straße ist sicher nicht für Wohnmobile gedacht, wenn man von Straße reden kann. Aber ein Verbotsschild oder eine Gewichtsbeschränkung war nirgends zu sehen. Egal wie, wir haben einen Parkplatz gefunden und den Rest, den gehen wir zu Fuß. Anhand der Karte könnt ihr unseren Standort gut erkennen. Entlang der Ueckermünde spazieren wir vor zur Mündung. Dort finden wir auch den kleinen Leuchtturm. Und gegenüber liegt das recht bekannte Haffbad von Ueckermünde. Wir spazieren noch ein Stück weiter und haben dann das Stettiner Haff direkt vor uns. Und noch einen Blick auf den Leuchtturm werfen, dann geht es auch schon zurück zum Parkplatz. Der Weg zurück ist nun kein Problem mehr. Wir kennen ihn ja schon. Wir müssen noch einmal durch Ueckermünde hindurchfahren und dann geht es weiter zum nächsten Ziel. Über
Über Heinrichshof gelangen wir auf die B109, die uns schon in die richtige Richtung bringt. Wir fahren übrigens zur Hansestadt Anklam. Das ist eine amtsfreie Stadt, die auch gerne als Tor zur Insel Usedom bezeichnet wird. Neukosenow mit seinen knapp 500 Einwohnern durchfahren wir nur. Na, das ging ja jetzt so richtig schnell. Wir fahren schon nach Anklam hinein. Recht reger Verkehr ist hier. Zwei Kreisel direkt hintereinander bremsen diesen natürlich aus. Eigentlich möchten wir hier noch einen weiteren Stadtbummel machen. Na, mal sehen, wie sich hier die Parkmöglichkeiten ergeben. Wir erreichen so langsam das Zentrum, fahren am rechts liegenden Marktplatz vorbei und dann gebe ich auch noch eine Runde aus. Zurück am Marktplatz biegen wir in eine Seitengasse ein und folgen der Ausschilderung zu einem Parkplatz. So, einen Parkplatz haben wir ja gefunden. Aber wie geht es nun weiter? Ich würde sagen, eine kleine Denkpause, die ist jetzt mal angesagt. Die Entscheidung ist damit schnell gefallen. Wir suchen uns den nächsten Stellplatz und machen es uns dort gemütlich. Tja, und wie es mit uns weitergeht, das erfahrt ihr dann im nächsten Teil. Seid gespannt und freut euch schon einmal. Wir hoffen, euch hat es ein wenig gefallen. Und über ein Gefällt mir, da würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert, dann werdet ihr auch über Neues informiert. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss.